willkommen heute zu unserer deutschen Ausgabe von Books Up and Close. Es geht um dieses Blättchen. Wer kennt es nicht? Die Bildzeitung, das absolute Boulevardblatt. Wir kommen nicht dran vorbei. Jeden Montag bis Samstag liegt es überall. Am stillen Örtchen, in der U-Bahn oder auch im Lokal. Die Bildzeitung. Seit 1952 gibt es die Bildzeitung. Eine Auflage von 2,5 Millionen Blättchen und 12,5 Millionen Leser. In 44 Ländern wird dieses Magazin bzw. diese Zeitung zum Verkauf, also der Vertrieb ist weltweit. Und die Bild-Zeitung feiert 60 Jahre Bild-Zeitung und in diesem Sinne dieses spektakuläre Oversized Coffee Table Book von Taschen, von dem Taschenverlag. Taschen ist bekannt für ganz grandiose Bücher, also Taschenbücher sind eigentlich Bücher, die man sehr gerne sammelt. Dieses Taschenbuch, da kann man jeden Einbrecher mit erschlagen. Und diese Bildzeitung hat eben auch die grandiosesten Schlagzeilen in diesem Buch über 60 Jahre Bildzeitung zusammengefasst aus dem Bildarchiv. Die schönen Dinge, die skandalösten Dinge und alles, was Deutschland geprägt hat in 60 Jahren Bild. Dieses Buch ist für 100 Euro trotzdem eine gute Summe, aber man kauft hier nicht einfach ein Buch, man kauft hier ein Objekt, das man in der Wohnung als Dekoration zeigen kann. Nun zeige ich euch ein paar Schlagzeilen. Und zwar fängt es hier an, ganz früh. Und zwar sogar für 10 Pfennig gab es damals die Bild-Zeitung. Und hier einfach am 6. August die Schlagzeilen. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Hier auch noch 1959 immer noch. Deswegen gehe ich noch mal ein bisschen weiter hier. Sogar Tabakwerbung. Da war schon jetzt 20 Pfennig. Also man sieht, die Bild-Zeitung ist gestiegen vom Preis. Und das war 74, da war ich noch nicht mal geboren. Und man sieht, das Layout eigentlich immer gleich. Ein bisschen neuere Buchstaben, Fonts dazugekommen. Damals noch Tabakwerbung. Und ja, skandalös. Die Headlines von der guten Bild-Zeitung. Damals wie heute einfach gnadenlos, unparteiisch und unabhängig. So kennen wir die Bild-Zeitung. Das ist jetzt schon wieder 30 Pfennig. 78, 4 Jahre später, 10 Cent weiter rauf gestiegen. Und das ist jetzt so langsam, ja, 87. Das ist jetzt gar nicht mehr so weit weg von dem Layout auch, was wir heute eben haben. Da merkt man schon, da hat sich nicht viel geändert. Trotzdem 87, naja, das war auch noch ein bisschen weit weg von heute. Und so sind wir 2002, Bild-Zeitung. Ja, und wie gesagt, aus dem Archiv kommen einfach die besten Skandale und schönsten Geschichten, naja gut, oder Todesnachrichten wie bei Herrn Bin Laden. Natürlich, die Bild-Zeitung hat grandios groß gedruckt. Gnadenloses Buch, schönste und beste, da haben wir sogar schon unsere Kate Middleton, das ist ja 2011 und jeder Skandal, jedes schöne Happy Ending ist von 60 Jahren Bild in diesem Buch. Dieses Prunkstück deutscher Geschichte könnt ihr in jedem Buchhandel oder auch direkt bei Taschen erwerben. Knapp 100 Euro, jeder sollte es haben. 60 Jahre Deutschland.